Unser Ledervorrat kann in Assassin's Creed Valhalla schnell mal leer gehen, den können wir aber auch genauso schnell wieder auffüllen und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Moin, mein Name ist Nico der Profi und wenn du Bock auf noch mehr hilfreichen AC-Content hast, dann kannst du gerne ein Abo dalassen. Aber kommen wir zum Leder und damit wir Leder effektiv farmen können, reisen wir einmal hier zu diesem Schnellreisepunkt, das ist Wulferweg. Das Ganze befindet sich in E6. Wenn ihr hier am Steg angekommen seid, einmal hier runterrennen und einmal links in den Wald hinein. Da müsst ihr einfach nur geradeaus reiten und dann kommt ihr hier an so einem kleinen, ja sagen wir mal, Fluss bzw. Bach an und dann sehen wir jetzt auch schon, dass hier ein Wildschwein vor uns ist und um die geht es heute auch. Die machen wir nämlich einfach platt und dann bekommen wir jetzt hier zum Beispiel 46 Leder raus. In der Regel befinden sich hier am Wasser 3 oder 4 Wildschweine. Manchmal sind die auch ein bisschen weiter verteilt. Hier vorne kämpfen zum Beispiel auch gerade welche gegen das Wildschwein. Jetzt können wir einfach nochmal looten. Hier ist jetzt auch nochmal eins am Wasser, auch wieder platt machen. Da müsst ihr also einfach ein bisschen gucken und dann findet ihr die auch. Das sind nicht immer gleich viele, die hier spawnen. Und von hier aus geht es dann einmal weiter. Zur Orientierung, links von uns ist das Wasser und dann reiten wir einfach hier weiter hoch und scannen immer mal wieder ein bisschen die Umgebung, um dann Wildschweine zu finden. Und hier ist dann auch noch wieder eins. Da hinten sind auch nochmal 2. Und die macht ihr dann eben einfach auch wieder platt und dann können wir einmal hier auf den Weg laufen. Denn hier liegt häufig eins, da wurde auch wieder gegen gekämpft, das befindet sich häufig da. Entweder liegt es da oder es kämpft halt noch da, dann könnt ihr einfach einmischen. Das sind hier soweit alle Wildschweine, wenn wir die alle besiegt haben, dann machen wir folgendes. Wir reisen entweder hier einmal hin oder nach Lunden, das ist völlig egal. Und wenn wir hier angekommen sind, dann reisen wir direkt wieder zurück nach Wulferweg. Das ist wichtig, weil wenn wir nur zum Hafen zurückreisen würden, dann würden die Tiere nicht respawnen und so respawnen sie jetzt auf jeden Fall. Also hier sehen wir es, ich bin jetzt wieder hier am Wasser und da ist auch das nächste Wildschwein vor uns. Das heißt, das könnt ihr jetzt beliebig oft wiederholen, da macht ihr mit einem Run 400 bis 500 Leder mit. Und was noch ganz wichtig ist zu sagen, das Ganze skaliert mit eurem Level mit. Das heißt, es kann auch sein, dass ihr deutlich weniger als ich hier rausbekommt und dass das bei euch dann eben keine 46 oder 47 sind, sondern vielleicht nur 20 oder 10. Das heißt also, je höher euer Level, desto höher euer Ertrag. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn dir das Video weitergeholfen hat. Ansonsten bis zum nächsten Mal und ciao.